deinem Handgelenk wirklich so schnell klicken? Über die Bühne. Schön. Köderladen hat alles, was du brauchst. Waffen, Munition und Souvenirs. Mein Großpapa hatte eine Powerrüstung. Ist ewig her. Hast du mit Cassie Dalton gesprochen? Ein Jammer, das mit ihrer Familie. Was guckst du so? Hallo. Willkommen im Köderladen. Wenn du Krimskrams brauchst, bin ich dein Mann.
Was ist deine Geschichte? Ich will nur ein paar Kronkorken verdienen. Apropos, willst du was kaufen? Handeln wir. Sehr gerne. Ich habe keine Zeit für dich. Lass dich von der Insel nicht überrumpeln. Kauf meine Waffe. Frische Lieferung. Alles für die Gesundheit und den Magen. Musst du deine Sorgen ersäufen? Geh zu Mitch und lass mal. Ein Festlandbewohner wie du hat keine Chance gegen die Kriecher. Hab gehört, dass sich jetzt eine Schar Synths auf der Insel aufhält. Was auch immer das bedeutet. Ah, was würde ich dafür geben, in einer echten Power-Rüstung rumstampfen zu dürfen? Fürs Erste behält er sein Zeug. Mr. Lee hat einen Auftrag für mich. Nur als genug Grund. Das Einzige, wonach ich hier suche, ist so ein lustiger Hut. Den wollte ich immer schon haben.
Ja. Hey. Ja, was gibt's? Wenn du arbeitest, kannst du essen. So einfach ist das. Dann mal ran an den Speck.
größte Fehler deines Lebens. Es an mir Spaß zu machen.
Vielleicht sollten wir uns besser von der Strahlung wegbewegen? Zur Hölle sind sie! Das sieht aus, als hätte es wehgetan. Warte! Ich jag die Ghule seit Wochen und warte auf eine Gelegenheit. Dann kommst du und mir nichts, dir nichts, ist die ganze Meute einfach tot. Weißt du überhaupt, was das ist? Ein Premiumsatz Pelmenwerkzeuge. Was ist denn so toll an diesen Werkzeugen? Pelmans pumpen mehr Drehmoment raus als eine Todeskralle auf Psycho. Und bevor Pauli weglief, hat er die Werkzeuge immer geputzt. Die gibt's hier kein zweites Mal. Ich kann mich noch an die Pelman-Werbung erinnern. Teures Zeug, aber echt gut. Was zum Teufel ist ein Werbespot? Ach, ist auch egal. Die Seefahrerin schickt dich, oder? Dieser verdammte Mitch und sein Plappermaul. Was sie auch anbietet, das ist nichts. Ernsthafte Bastler würden ihre Oma dafür verkaufen. Ich zahl dir 2000 Kronkorken hier und jetzt. Abgemacht? Warum brauchst du das Werkzeug so dringend? Ich hab so meine Projekte. Mehr musst du bei den Kronkorken, die ich zahle, nicht wissen. Bei dem Angebot muss ich passen. Ich bleib hier nicht ewig. Wenn du das ausschlägst, bereust du es.
Seefahrerin? Warst du in der Gerberei? Hast du meine Werkzeuge gefunden? Hier sind deine Werkzeuge. Wirklich toll, dich getroffen zu haben. Hier ist deine Belohnung. Wohlverdient. Und jetzt wird am Rumpf gearbeitet.